Der VW Up ist Volkswagens kleinstes Fahrzeug und perfekt geeignet für die Stadt. Jetzt gibt's endlich den aktuellen Up, auch mit Elektroantrieb. Was der neue E-Up kann, wie er sich fährt, was er kostet und vor allen Dingen, wie es mit der Reichweite aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Der VW E-Up ist genau wie sein normaler Verbrennerbruder 1,65 Meter breit und damit ganz klar ein Kleinwagen. Wenn wir uns das Fahrzeug von vorne anschauen, ist er auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden vom normalen Up. Aber es gibt zwei wichtige Merkmale. Zum einen die blaue Linie hier, die sich rechts und links vom Logo zeigt. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist dieses typische Volkswagen-Tagfahrlicht in der Signatur, dieser C-Signatur, hier übrigens in LED-Ausführung. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass auch der E-Up nur Halogenscheinwerfer mit an Bord hat und hat auch hier ganz normale Blinkerleuchte noch. Aber wie gesagt, wenn man ihn von vorne anschaut, so auf den ersten Blick ist er eigentlich kaum vom normalen Up zu unterscheiden. Der Up ist im Grunde genommen auch in der Basis schon vernünftig ausgestattet. Das heißt, ich finde hier zum Beispiel auch die wichtigsten Assistenzsysteme. Es gibt einen Notbremsassistenten, es gibt bereits einen Spurhalteassistenten in der Basis. Ich kann darüber hinaus aber natürlich noch Dinge dazu konfigurieren. Sogar eine Rückfahrkamera oder eben Parkpieper sind möglich. Wichtig ist allerdings die Rückfahrkamera. Die ist hier in dem kleinen Display vom Radio dann in der Anzeige. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht optimal. Da brauche ich zum Beispiel eine Brille. Die augenscheinlichsten Wettbewerber des E-Up sind ganz klar die Konzernbrüder Skoda Citigo Electric oder Seat Mi Electric. Wenn wir mal ein bisschen weiter schauen, dann fällt mir sofort der Smart 4x4 als Elektrofahrzeug ein. Der kostet im Vergleich zum knapp 22.000 Euro teuren E-Up rund 600 Euro mehr, bietet aber leider auch rund 100 Kilometer weniger Reichweite. Und das liegt daran, dass die Batterie des Smart nur 17,6 Kilowattstunden groß ist. Natürlich bietet der Up unterschiedliche Rekuperationsstufen, nämlich insgesamt 5. Ich habe die Normalfahrt, ich habe dann die Möglichkeit, 4 weitere Stufen zu wählen. Das mache ich hier über den Schalthebel, indem ich einfach in D nach rechts oder links umstelle. Und das geht so weit, dass ich die Stufe so hart einstellen kann, bis hin zum sogenannten One-Pedal-Drive. Das kann ich aber auch, indem ich einfach den Griff nach hinten ziehe, nämlich auf B. Dann habe ich die maximale Rekuperationsstufe. Und das heißt, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, verzögert das Auto massiv. Wenn ich wieder Gas gebe, zieht er wieder richtig schön an. Das ist so ein bisschen wie Carrera-Bahn fahren. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, braucht man die Bremse eigentlich gar nicht mehr. Wobei Bremsen heißt hier in den meisten Fällen rekuperieren, also Energie zurückgewinnen. Der E-Up ist genau wie der Verbrenner, 3,60 Meter lang und er hat einen Radstand von 2,42 Meter. Und ganz wichtig hier beim Fahrzeug ist, die Batterie, die ist zwischen den Achsen verbaut im Unterboden, ist komprimiert worden, hat also nicht an Volumen zugelegt, das heißt im Innenraum keinerlei Unterschiede, aber eine deutlich vergrößerte Reichweite. Wenn wir uns das Auto ansonsten anschauen, von der Seite eigentlich nicht zu erkennen, dass es ein E-Up ist, außer natürlich an dem E-Up-Signet hier an der Seite. Und wie ich finde, ganz wichtig beim Fahrzeug, serienmäßig hat der E-Up 14 Zoll Stahlräder mit Radkappen an Bord, nicht so richtig schön. Unsere Ausstandslinie Style, die wir hier fahren, die hat serienmäßig 15 Zoll Alus an Bord, ist schon hübscher. Wer aber größere Felgen will, der kann auch 16 Zöller haben, die kosten allerdings 340 Euro extra. Mit seinen 61 Kilowatt ist der kleine Wagen hier wirklich ordentlich motorisiert, denn das reicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 11,9 Sekunden, fühlt sich aber tatsächlich flotter an, Höchstgeschwindigkeit sind 130 Kilometer pro Stunde. Beim Thema Ablagen ist der Up kein Weltmeister, aber ich habe in der Tür jeweils vorne ein bisschen Platz und ich habe hier in der Mittelkonsole auch nochmal einen Becherhalter und ein zusätzliches Ablagefach. Für so ein kleines Auto sollte es reichen. Was noch wichtig zu wissen ist, die vorderen Fenster sind elektrisch bedienbar, hinten gibt es jedoch nur Ausstellfenster. Wenn wir uns das Heck anschauen, dann fällt meiner Meinung nach zuallererst mal die große schwarze Fläche auf. Und das liegt daran, dass wir die Ausstandslinie Style fahren und die hat serienmäßig die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe abgedunkelt. Wie ich finde, richtig geiler Look. Außerdem ganz wichtig, der Up hat nach wie vor die typische Antenne mit dem rausschraubbaren Stab. Nicht so ganz modern, aber ist halt ein VW Up. Und am Heck wieder mal kaum zu erkennen, außer natürlich wieder durch die blaue Linie und durch das E-Up-Logo. Wo wir gerade am Heck stehen, können wir uns noch mal kurz den Kofferraum anschauen. Denn der Up bietet mit aufgestellter Rückbank 251 Liter maximales Ladevolumen. Klappen wir die Rücksitze um, dann wächst das Ganze an auf 959 Liter. Für so ein kleines Auto gar nicht so schlecht. Und wichtig, er hat serienmäßig diesen Ladeboden hier, der flexibel ist, den kann ich also nach unten legen, um mehr Platz zu haben. Im Moment ist es ganz praktisch, ich habe hier eine fast ebene Kante und ich habe darunter das Ladekabel versteckt, dann ist es einfach auch nicht im Weg. Die Innenausstattung vom Up ist so frisch und modern, wie man sie sich für so ein elektrisches, modernes, kleines Auto wünscht. Was mir richtig gut gefällt, ist nach wie vor hier oben dieser Halter fürs Mobiltelefon, denn so kann ich das Mobiltelefon als Monitor nutzen, um die gesamte Infotainment und weitere Funktionen des Autos zu bedienen. Für mich einer der großen Clues hier im Fahrzeug. Ansonsten bequeme Sitze, ein vernünftiges Lenkrad, schöne analoge Instrumente.
Ich kann nur sagen, ich fühle mich hier wohl. Bei einem Elektrofahrzeug ist natürlich das Thema Batterie, Batterieladezeiten und auch das Thema Recycling ein großes Thema. Und deswegen spreche ich jetzt mit dem Baureihenleiter von Volkswagen. Ja, die neue Batterie in unserem abgegradeten Up, die hat 32 Kilowattstunden soweit mit drin. Die Ladezeit mit der Schnellladung, Gleichstrom, in einer Stunde können wir 80% aufladen und mit einer 7,2 kW Wallbox-Anlage sind wir rund bei 5,5 Stunden. Ja, wenn ich an 220 Volt zu Hause rangehe, ohne zusätzliches Equipment, kann man durchschnittlich sagen, was ich tagsüber wegfahre, kann ich nachts wieder aufladen. Kein Problem. Unser Ansatz von Volkswagen ist erstmal nach dem Lebenszyklus im Fahrzeug, dass wir eine Second Use im Haushalt anstreben. Und wenn es dann zum Thema Recycling kommt, da haben wir bei uns in unserem zukünftigen Standort eine Pilotanlage aufgebaut, dass wir bis zu 97% der Rohstoffe wirklich wieder zurückführen können in die Batterie. Ja, letztendlich, wie ist das Thema Second Use in Ladesäulen soweit mit anzusetzen? Wir würden die einzelnen Module aus dem Fahrzeug, aus der Fahrzeugbatterie rausnehmen. In so einer Ladesäule als Zwischenpuffer können wir die dort mit anbieten. Und die Ladesäule braucht lange nicht so die extrem Schnellladung, wie es beispielsweise im Auto der Fall ist bei einer Beschleunigung. Und da kann man so ein Second Use in der Ladesäule nehmen, aber auch im Haushalt, dass man sagt, man kann, wenn man eine Solaranlage hat, dann den Strom eben halt da relativ normal zwischenspeichern. Das war sicher interessant, aber wichtig ist auch zu wissen, wer schnell laden will, der muss dafür die entsprechende Ladesteckdose am Auto kaufen. Die kostet bei VW für den Up 625 Euro extra. Der E-Up bietet drei unterschiedliche Fahrstufen an, nämlich Normal, Eco und Eco Plus. Und das heißt für mich, ich kann halt ganz normal fahren oder ich kann es eben sparsamer oder noch sparsamer angehen lassen. Das Interieur hier im E-Up ist ein typisches Up-Interieur. Ich fühle mich hier sehr wohl und auch als großer Mensch kann ich vorne wirklich gut sitzen mit meinen 1,95. Wenn ich vorne sitze, wird es hinter mir sehr eng, deswegen probiere ich auch gar nicht erst da einzusteigen. Aber Hauptsache, ich fühle mich beim Fahren wohl. Mit 3,50 Meter Länge ist der Smart 4.4 rund 10 cm kürzer als der E-Up. Und das merkt man auch beim Kofferraum. Bei aufgestellter Rückbank bietet der Smart nur 185 Liter. Jedoch, wenn man die Rücksitze umklappt, dann hat er rund 20 Liter mehr als der E-Up in gleicher Konfiguration. Das Fahrwerk von dem E-Up, das ist, wie ich finde, straff genug, ohne nervös zu sein. Und so kann man den Wagen tatsächlich auch ein bisschen sportlicher fahren. Und wo es richtig Spaß macht beim Fahrwerk und dieser direkten Lenkung mit dem elektrischen Antrieb, das ist in der Stadt. Denn da husche ich einfach überall durch, habe einen kleinen Wendekreis und kann so auch die Stadtfahrt wirklich genießen. Der E-Up wird angetrieben von einem 61 Kilowatt bzw. wer es wissen will, 83 PS starken Elektromotor und hat eine Eingangautomatik mit an Bord. Und dieser Motor, der liefert maximal 212 Newtonmeter Drehmoment und zwar ab Umdrehung 0. Die Batterie, die das Fahrzeug an Bord hat, hat eine Kapazität von 32,3 Kilowattstunden. Und das reicht hier beim E-Up für eine Reichweite, die angegeben wird mit maximal 260 Kilometern. Wobei VW ehrlicherweise dazu sagt, realistisch sind zwischen 180 und 260 Kilometer maximaler Reichweite. Der E-Up soll laut Datenblatt verbrauchen 12,9 Kilowattstunden je gefahrene 100 Kilometer. Das ist ein Wert, den haben wir nicht ganz erreicht, aber wir waren bei knapp über 13. Und ich finde, das ist ein sehr ordentlicher Wert und der zeigt mir vor allen Dingen, dass ich die angegebene Reichweite tatsächlich auch fahren kann. Wenn ich es was sportlicher angehen lasse oder eben die Temperaturen stark sinken, wird es sicherlich ein bisschen weniger werden. Aber ich denke, die 200-Kilometer-Grenze, die schaffe ich jedes Mal mit einer vollen Batterie. Das war sie, meine Probefahrt im neuen VW E-Up. Und was ich direkt vorweg mal sagen muss, der macht in der Stadt einfach richtig Spaß. Der ist klein, quirlig, wendig und passt gerade hier so nach Valencia, wie ich finde, auch in der Farbe wirklich gut. Natürlich ist es ein Kleinwagen, das heißt, wer so ein Typ wie ich vorne sitzt, wird er zum Dreisitzer, aber reicht dennoch. Was mich tatsächlich beeindruckt hat, ist die Reichweite. Denn wenn ich ein bisschen vorsichtig fahre, kann ich auf jeden Fall die 200-Kilometer-Marke mit einer Batteriefüllung knacken. Ganz klar ist auch ein Kleinwagen, das heißt hinter mir kein Platz, das heißt, wenn ich fahre, wird er zum Dreisitzer, ist aber eben auch nicht unbedingt der Standard mit 1,95 Meter. Was ich ein bisschen schade finde, ich hätte gerne LED-Scheinwerfer gehabt. Das ist nur das Einzige, wo ich sage, bei einem Elektroauto, finde ich, gehört das irgendwie dazu.